Tolle Wanderwege, gemütliche Bänke und ein gepflegtes Stadtbild mit Brunnen und historischen Punkten. Das und mehr findet man in Überlingen und der Umgebung im schönen Bodenseekreis. Dass es mit dem Erhalt der Schönheit aber so gut klappt, das liegt vor allem am Verschönerungsverein. Wie der Name sagt, Verschönerungsverein dient der Verschönerung der Stadt und auch der Landschaft drumherum. Und zwar einfach im Dienste der Menschen, die hier leben, die aber auch als Gäste kommen. Und so gibt es den Verschönerungsverein Überlingen schon jetzt im 120. Jahr. Ist also einer der traditionellen historischen Vereine von Überlingen, aber immer noch lebendig und aktiv. Und die Aufgaben nehmen nicht ab, die nehmen eher zu. Der Verschönerungsverein hat ein Auge darauf und hilft aktiv mit, dass diese Schönheit dieser Stadt erhalten bleibt. Und nicht nur der Stadt, sondern auch der Landschaft drumherum. Wir sind ja gesegnet hier im Bodenseeraum mit einer wunderschönen Landschaft und speziell um Überlingen herum. Und da ist es natürlich schön, wenn der Mensch, der sich erholen will, wirklich über schöne, ordentliche Wanderwege gehen kann, dass er sich auch mal hinsetzen kann, die Landschaft genießen kann. So müssen rund 260 Bänke in Rot und Braun mit großem Aufwand gepflegt werden. Und auch zum 1250-jährigen Jubiläum der Stadt gab es neue Schilder für die historische Stadtbefestigung. Diese sollen Einheimische wie Gäste über die Geschichte und die Besonderheiten der Stadt informieren. Auch die Landesgartenschau wurde mit hochwertigen Ruhebänken in den Rose-Nobel-Gärten und Menzinger-Gärten unterstützt. Doch wer macht das alles? Wir sind um die 370 Mitglieder. Das sind natürlich sehr viele Unterstützer, also das Gros sind Unterstützer und dann haben wir einen Verwaltungsrat und einen Vorstand und das ist sozusagen der Kern des Verschönerungsvereins, die Projekte überlegen, die Gelder akquirieren, die Sponsoren suchen und eben Projekte auch tatsächlich aktiv umsetzen, sei es, dass Blumenzwiebeln eingesetzt werden, dass Bänke aufgestellt werden, dass so Projekte wie eben Brunnen reaktiviert werden, saniert werden. Aber auch zum Beispiel das Stadtmodell vor dem Überlinger Münster ist ein Projekt des Verschönerungsvereins, das teilweise auch sehr viel Geld gekostet hat. Neuestes Mitglied der Brunnenfigurenfamilie ist dieser Schwerttänzer am Olberplatz. Dieses Motiv kommt nicht von ungefähr, denn die Schwerttanzkompanie konnte mit finanzieller Unterstützung des Verschönerungsvereins dieses besondere Herzensprojekt in Angriff nehmen. Also das Ganze ist eigentlich aus einer Bierlaune entstanden. Wir haben immer im Juli haben wir unseren Auftritt in Überlingen hier, die zweite Schwedenprozession. Und immer vor der Schwedenprozession, das Wochenende zuvor, ist das Gassenfest. Da haben wir immer am Freitagabend eine Probe und dann gehen wir aufs Gassenfest. Und am Gassenfest steht der Hänselebrunnen, also ein Brunnen, wo die Fasnachtsfigur des Hänsele drauf ist. Und da saßen dann zwei unserer Mitglieder, haben dann Wein und ein Bier getrunken und haben gesagt, Mensch, wäre das nicht schön, wenn einmal ein Schwertletänzer auf so einer Brunne wäre. Aus der Bierlaune wurde dann schnell ernst und aus den drei Vorschlägen für die Brunnenfigur wurde am Ende die von Höri-Künstler Friedhelm Zilli ausgewählt. Und das alles mit der Unterstützung des Verschönerungsvereins Überlingen. Wir wussten ja, dass der Verschönerungsverein sich um Brunnen kümmert und wir wollten eine gemeinschaftliche Lösung, als wir das Projekt, also wir den Auftrag von der Generalversammlung hatten, das zu machen, haben wir gesagt, wir fragen zuerst den Verschönerungsverein, wohin. Und dann haben wir uns mit denen abgesprochen und haben uns für den Olber entschieden. Und wie gesagt, der Verschönerungsverein hat sich dann auch noch mit Geld beteiligt, was uns natürlich sehr gefreut hat. Seit dem schmutzigen Donnerstag ist das detailgetreue Abbild des Schwertänzers samt Dreispitzhut, Weste, Gehrock und Schnalle auf den Schuhen nun am Brunnen des Olberplatz in Überlingen eingezogen. Insbesondere in Zeiten wie diesen eine Aktion, die Fridolin Zugmantel, aber auch den ganzen Verein stolz macht. Das hat sich gezeigt. Viele unserer Kollegen oder unserer Mitglieder haben gesagt, sie sind wahnsinnig stolz. Sie sind mit ihrer Partnerin oder mit ihrer Frau runtergegangen und habe ich gesagt, sie sollen mit ihr ein Gläschen Wein mitnehmen und dann anstoßen und auf den trinken. Und es ist in dieser schwierigen Zeit, so ein Projekt zu stemmen. Und was ganz toll ist, wir haben wahnsinnig viel Spenden akquiriert und konnten jetzt praktisch dieses Projekt finanzieren, obwohl wir im letzten Jahr kein Promenadenfest. Unsere Haupteinnahmequelle ist weggefallen und trotzdem konnte man dieses Projekt verwirklichen. Trotz solch widriger Umstände oder ausgefallener Feste in den letzten Monaten weiß man einfach dennoch um die zahllosen Vorteile seiner Stadt. Was ich halt wahnsinnig klasse fand, wie unsere Vorfahren um 1900 entschieden haben, einen Tunnel zu bauen. Also das ist heute ein riesen Vorteil. Die andere haben die Bahnlinie direkt am See. Wir haben den Tunnel und haben dadurch die längste Promenade.
Dann das Anlegen vom Stadtgarten, den wir hier haben. Ich wohne hier im Dorf. Ich habe 2 Minuten, habe ich eine grüne Lunge. War damals eine wegweisende Entscheidung. Und auch die Gründung des Verschönerungsvereins war eine tolle Entscheidung. Also es sind immer Leute da, die sich praktisch um die Stadt kümmern, dass alles toll gerichtet ist, dass alles einen Flair hat. Und die Stadt ist wunderschön. Also ich möchte nirgends anders wohnen. Und für dieses Wohlfühlgefühl werden sich alle Ehrenamtler, zahlreiche Vereine sowie Gönner und natürlich der Verschönerungsverein hoffentlich auch noch weitere Jahrzehnte einsetzen.